Ja, guten Tag, Frau Bernecke. Guten Tag. Wir sind heute bei Ihnen auf CeHO auf dem Stand. Genau. Und sind ja sehr stark im Elektrobereich. Da würde ich mich freuen, wenn Sie mal Ihre Motorräder vorstellen können. Super, genau. Also CeHO kommt aus Kalifornien, gegründet vor 16 Jahren von einem damaligen NASA-Ingenieur. Und der wollte etwas Cross-Country fahren, ohne dabei groß Lärm zu machen. Und so ist dann eigentlich CeHO entstanden. Und mittlerweile sind wir ein relativ großes Unternehmen mit mehreren hunderten Mitarbeitern. Und ich bin für das Marketing in der Dachregion zuständig. Und wir sind hier und stellen unser neues Motorrad vor. Das ist die DSR-X. Unser bis jetzt leistungsstärkstes Motorrad mit unserem größten Akku von 7,3 Kilowatt. Wo ist der Akku jetzt verbaut? Das hier ist die Batterie, wo die 17,3 draufstehen. Ja. Und hier ist der Motor zu sehen. Das sind dann die 17,3 Kilowatt. Ja? Genau. Wie lange ist die Ladezeit ungefähr? Das kommt ganz auf die Ausstattung an und auf das Ladeinfrastruktursystem. Ja. Also an der Steckdose dauert es eine Weile, da muss man 5 Stunden warten. Mit einem Schnelllader sind es 2 Stunden. Und wenn man sich einen Powertank dazu holt, der wird hier oben eingesetzt in die Staufläche, dann ist man in 1 Stunde vollgeladen. Die Koffer, die ich hinten drauf habe, die sind natürlich leer, da sind keine Akkus drin. Da sind keine Akkus drin, nein, das ist alles staubfrei. Kann ich auch keinen Ersatzakku reinstecken? Nein, so funktioniert das bei uns nicht. Da ist tatsächlich der Akku fest verbaut. Das ist wirklich für mein Hobby dann, dass ich da was selber reintun kann. Genau. Also das Motorrad ist natürlich auch mit unter anderem auf das Reisen ausgestellt, wodurch wir natürlich viel Stauflächen verbaut haben. Das heißt, es lässt sich der Sattel abnehmen, darunter ist noch eine Staufläche. Die Teile hier können abgenommen werden, da kann dann Reparaturzeug und ähnliches reinkommen. So wie hier ein 28 Liter Staufach drin ist und dann eben die Koffer noch selektiv dazu. Können die zur Leistung der Maschine so ein paar Zahlen geben? Ja, also es ist nicht das Drehmoment stärkste Motorrad von uns. Dadurch, dass der Fokus natürlich ein bisschen mehr in die Richtung Offroad, Adventure ging. Wir haben trotzdem noch ordentlich Drehmoment. Hier kann man noch ein bisschen mehr Informationen sehen zu dem Motorrad. Die Reichweite beträgt zwischen 200 und 300 Kilometern. Wir haben 100 PS und 130 Newtonmeter. Und das Motorrad jetzt, was hier ausgestellt ist, ist vollkommen ausgestattet. Das heißt, wenn man sich das Motorrad so kaufen möchte, holt man sich die ganzen Accessoires dazu. Das sind die Speichenräder, die Stützburg, die Koffer von SWMOTEC mit unter anderem. Und in welchem Preissegment bewegen wir uns hier? Also das Motorrad fängt an bei 26.500. In der Ausstattung, wie es jetzt hier gezeigt wird, sind wir bei 31.000 Euro. Ja, Frau Bernecke, herzlichen Dank. Dankeschön. Für die Vorstellung. Vielen Dank. Da wirklich beladen.